Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Heute, ich weiß gar nicht, ob es eine Premiere ist. Ich glaube, im Hinterkopf glaube ich zu ahnen, dass wir vor drei, vier Jahren schon mal bei Naomi John reingehört haben, ja. Ich habe sie seitdem gar nicht mehr verfolgt, muss ich sagen. Wobei, ich habe vor anderthalb Jahren, glaube ich, oder so, ab und zu so ein paar Videos von ihr gesehen, von diesen, wo sie so Snacks testet oder nachkocht und irgendwie snackmäßig habe ich irgendwas. Ich habe irgendwas mit Takis im Kopf auf jeden Fall, ja. Da habe ich irgendwas gesehen. Ich finde, sie macht einen sehr sympathischen Eindruck, macht aber sonst nicht den Content, den ich so verfolge. Ist einfach nicht so mein Content, aber sie macht auf jeden Fall einen sehr sympathischen Eindruck. Und ich weiß, dass sie Musik macht, wie gesagt, ich glaube, wir haben schon mal ein Video zu ihr gemacht, vor langer, langer Zeit. Jetzt ist ein neues Musikvideo rausgekommen, das heißt Tabu. Und ich bin darauf aufmerksam geworden, weil Vanessa das in ihrer Story hatte. Und Vanessa macht Hair und Make-up für Bad Moms J normalerweise die ganze Zeit. Die ganze Zeit aber macht sie bei Bad Moms J auf jeden Fall immer Hair und Make-up. Und jetzt hat sie das in ihrer Story gepostet. Das heißt, ich weiß nicht, Hair und Make-up, ich habe nachgeguckt, ist auf jeden Fall von Naomi John selber. Ich glaube, dass sie als Person einfach im Video vorkommt und ein bisschen mitgeholfen hat. Ich freue mich jetzt aber sehr drauf. Einige von euch haben mir auch geschrieben, hey, hör mal bei Naomi rein. Das ist ganz nice geworden. Ich freue mich drauf. Ich bin super, super gespannt. Ich weiß, dass sie sehr künstlerisch begabt ist und auch so bei ihrem Outfit und ihrem Make-up hat man auch in den Videos immer schon gesehen. Sie ist so sehr künstlerisch affin und legt so Wert darauf, dass alles gut und schick aussieht. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Wir hören rein. Let's go. Naomi John mit Tabu. Okay, man sieht direkt. Production Value ist sehr high. Oh ja. Damn. Bro, was ein kranker Hairstyle. Okay, gives me Halloween Vibes. Krass. Okay, also das ist wirklich jetzt schon, man muss sagen, Production Value sehr high. Sehr, sehr hohe Qualität. Crazy. Junge, diese Nägel kosten mehr als mein ganzes Leben. Diese Nägel kosten mehr als mein ganzes Leben, glaube ich. Ich sag's, wie es ist. Tabu. Okay, cool, cool, coole Intro-Sequenz. Okay, hat auf jeden Fall... Junge, okay, ich wollte gerade sagen, hat schon mal den Vibe gesettet für wie hoch die Quality hier ist. Oh mein Gott, Junge. Also das ist wirklich krass. Weil sie ist halt immer noch, soweit ich weiß, nirgendwo bei einem großen Label gesigned oder so, whatever. Weil sie ja hauptsächlich immer noch YouTube-Videos macht. Und halt dahingehend, I guess, independent immer noch ist. Also alles self-organized, selbstbezahlt, bliblablub. Und das ist krass, wenn man das vergleicht. Das ist dann schon krass. Boah. Okay, bevor wir zum Song kommen, nochmal ganz kurz. Wir hatten jetzt schon vier verschiedene Hairstyles, glaube ich. Wir hatten den von Anfang, den wir jetzt auch hier gerade sehen. Wir haben das Rot. Und wir haben einmal den, okay, es sind drei. Wo sie als Meerjungfrau quasi sitzt. Das ist ganz krass. Dreimal verschiedene Outfit, Hair und Make-up, komplett different. Dreimal, allein dafür schon. Bro, so viel Mühe geben sich wenige. Just saying. Junge, diese Schuhe sind auch so insane, diese Details, das hier, das sind echte Kerzen, ja? Echte Kerzen, echter Kerzenwachs, der da runterlaufen könnte, weil das sieht schon, das ist alles real hier, krass. Und dieses Kleid, was wie ein Kronleuchter oder wie so ein Kerzenständer aussieht, das ist auch custom made, I guess. Das kannst du nicht kaufen, einfach so. Das ist krass. Auch ganz kurz, sorry, ich pausiere jede Sekunde, ich weiß gerade, aber die Tränen, die aus Kerzenwachs sind, die Details sind wirklich krass. I'm just calling magic. But I just have a way. I'm making more elastic. They do anything I say. Gonna get you in my claws. Once you have a taste, I'ma leave you in withdrawal. La 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 la.
Okay, also ich muss sagen, dieses Ha-ha-ha-ha-ha und la-la-la-la-la, das fühle ich noch nicht so. Aber sie hat eine sehr angenehme Stimmfarbe sonst. Auch viel Kraft dahinter. Also auf jeden Fall, da ist sehr viel Kraft in der Stimme. Ich hoffe, es wird gleich nochmal ein bisschen lauter. Ich mag diesen mysterious type of beat. Also man hat auf jeden Fall so ein bisschen Halloween- und Horror-Feeling. Und das mag ich. Boah, wir haben eine Choreo. Bei einer Choreo bin ich doch immer am Start. Geil. Boah. Also erstmal, es ist ganz, ganz krass, wie viele Leute wir hier am Start haben. Also musikvideotechnisch ist es wirklich top-notch, muss ich sagen. Ich mag die Melodie gerade sehr gerne. Ich mag die Melodie. Ich muss sagen, ich fand den Pre-Chorus actually besser als jetzt den eigentlichen Refrain hier, als die eigentliche Hook, muss ich sagen. Aber weil ich einfach dieses Kraftvolle bei ihr mehr mag und eben dieses. Das fand ich sehr gut. Das fand ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und das finde ich okay, aber ist jetzt nicht 100% so. Das Niceste vom Song, finde. Das hört sich gut an, wie sie einmal mit der tiefen Stimme das eben gesungen und dann mit der höheren Stimme quasi gedoubled hat. Sounds gut. Und schon wieder neues Outfit, ganz kurz. Ganz, ganz krasse Outfit-Choices hier. Ganz, ganz krass. Dieses Mossige hier im Haar noch. Krass. Das fühle ich sehr jetzt im Part. Weil man hier so dieses. Ich hätte mir noch mehr kraftvollere Momente gewünscht im Song, weil ich finde, sie hat eine sehr kraftvolle Stimme. Sie kann sehr gut, sehr laut und kraftvoll singen. Das fühle ich gerade sehr. Hier nach Confused. Bis zu Tabu, diese Stelle ist mir, da passiert mir zu wenig drin, wisst ihr? Jetzt. Da brauche ich mehr irgendwie. Könnte auch, ich habe, glaube ich, ADS, könnte auch ein bisschen daran liegen, und weil ich so gepolt bin. Aber diese Stelle, da brauche ich irgendwas noch drin. Krass, also musikvideotechnisch brauchen wir nicht drüber reden. Dieses Kleid jetzt auch hier, alles self and custom made, I guess. Das ist wirklich krass. Das ist krass. Und der Beat war eine 1 plus mit einem dicken Sternchen. Da würde ich auch gerne nochmal nachgucken, ganz kurz. Produced by Mushroom People, okay. Mushroom People, Mushroom People. Krass. Okay, die Namen werden noch eingeblendet. Ich habe ganz, 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 ganz großen Respekt auf jeden Fall vor diesem riesigen Production Value, den Aufwand. Das Musikvideo ist insane gewesen. Ich sehe gerade sogar, Carina hat auch mit dran gearbeitet. Carina. Carina Push. Also einige Leute
die ich irgendwie auf jeden Fall wiedererkenne hier, die daran gearbeitet haben. Finde ich cool, sehr, sehr cool. Auf jeden Fall krass von den Outfits, vom Make-up, Hairstyling, vom Musikvideo an sich her. Ich hätte mir im Song gewünscht, dass wir noch ein bisschen mehr, dass sie vielleicht sich noch ein bisschen mehr traut, eventuell vom Gesanglichen her. Ein bisschen noch kraftvollere Passagen, noch ein paar Passagen in dieser High-Note-Stimme, die wir am Ende gehabt haben. Das wäre für mich noch nicer gewesen im Endeffekt. Ich mag das immer nicht so zu sagen, oh, das wäre noch das und das, weil der Song ist ja exakt so, wie sie ihn haben möchte. Da soll ja, das, der Song ist ja so, wie er sein soll. So wisst ihr, deswegen will ich da gar nicht immer sagen, oh, das wäre jetzt cool gewesen. Aber das hätte ich persönlich mir jetzt noch gewünscht oder cool vorgestellt. Ich will gar nicht sagen, das muss so oder so sein, weil der Song ist genauso, wie er sein soll. Und der ist auch gut so. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich fand Pre-Chorus fand ich sehr, sehr gut. Denn an sich dieses Tabu mit diesem Beat-Drop quasi war nicht ganz so mein Geschmack. Aber ich fand all in all dieses Projekt sehr, sehr interessant und ich kann mir vorstellen, dass wir da nochmal öfter reinhören bei Naomi. Falls vor kurzem oder whatever irgendwas Cooles rausgekommen ist, musiktechnisch, was wir vielleicht abchecken sollen, sag gerne Bescheid, weil das ist super interessant, was sie macht und ich habe großen Respekt vor ihrer Arbeit. Und ja, ansonsten würde ich sagen, schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zum Track in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt so fresh und gut aussehen, wie ihr seid und ciao.